Immer noch Gundersen. Und das 1-0 rein! Gundersen mit einem Hammer von der blauen Linie. Perfekt abgeschlossen. Keine Chance für Tobias Stefan in diesem Fall. Und einer der offensiv absolut besten Verteidiger dieser Liga. Ryan Gundersen packt da mal wieder seinen Hammerschuss aus. Es ist sein sechstes Saisontor. Immer noch Stolberg. Noch einmal außen rum. Und dann ist das nicht das 2-0. Eine Kickbewegung womöglich von Kilian Motte. Manuel Nikolic will sich's noch einmal anschauen. Allerdings mal schauen, ob es denn der On-Ice-Entscheid offiziell auch als No-Goal bewertet wird. Die Frage ist ja, der rechte Fuß war da sehr aktiv. Ja, doch, doch. Ist das nicht wirklich zu sehen? Da stehen sie wirklich kompakt. Und dann hier die Möglichkeit für Stolberg nach dem Fehler von Hüton. Und Stolberg macht hier alles klar mit dem 3-0. Hüton verliert im dümmsten Moment die Scheibe. Und Stolberg bedankt sich mit dem Tor. Es ist sein 8. Saisontor. Viktor Stolberg. In der 59. Minute. Eines seiner einfacheren Tore in dieser Saison. Hat er auch da schon schwierigere Aufgaben zu lösen. Cenazzi mit dem 1-3 in der 59. Minute. Das Anschlusstor kann man so noch nicht sagen, aber den Shutout von Reto Perra hat er definitiv vermisst. Joel Cenazzi mit diesem Abschluss. Wieder mal ein Direktschlussversuch und dann in diesem Fall klappt es doch noch. Schauen wir noch einmal, war es ein Ablenker oder nicht? Viel Verkehr vor dem Tor. Wow, Juris könnte da noch dran gewesen sein. Auch wenn Offizio. Noch einmal Barberio, dann Malki, Nachschussmöglichkeit, Anschlusstreffer, Cody Elmond, 8 Sekunden vor Ende des dritten Drittels. Und große Ärger bei Perra, aber der Druck wurde auch immer größer für das Tor von Reto Perra. Ist das tatsächlich hier die Wiederauferstehung? Das ist allerdings der falsche Zeitpunkt im Jahr mit der Auferstehung. Jetzt wird geboren eigentlich normalerweise an der Weihnachtsgeschichte. Wie mehrere Abpraller mal gehen und dann steht da Elmond frei genug, um dieses Tor zu erzielen. Und es bleibt trotzdem dabei, immer noch führt natürlich Gotteron mit einem Tor. 8 Sekunden bleiben noch. Das muss jetzt wahnsinnig schnell gehen. Gewinnen, losrennen.